Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake Intermission Yuffie DLC. Das Yuffie DLC. Die Nähe sind wieder gespawnt. Cool. Wir sind hier im Shinra-Gebäude. Im letzten Part haben wir Kapitel 1 abgeschlossen. Und haben. Ist das hier, wenn er sich bewegt oder? Beweg dich mal. Ich höre die ganze Zeit immer irgendwie so was. So, ich weiß es nicht. Wir sind gerade hier im Shinra-Gebäude. In der letzten Folge haben wir diesen einen Boss erledigt. Diesen komischen Raupenboss oder was auch immer war. Ne? Haben Kapitel 1 abgeschlossen. Hängt irgendwas im Zahn gerade fest. Mein Gott. Krieg ich nicht weg. Ne, kriege ich nicht weg. Und ja, wir sind jetzt hier im Shinra-Gebäude zum dritten Mal, weil hier ist die große Materia, große Materia, die ultimative Materia, große Materia, das ist nochmal was ganz anderes, was noch sehr viel später in Final Fantasy 7 vorkommt. Ich habe schon gefragt, ob da irgendwie was ein Zusammenhang irgendwie besteht zwischen der großen Materia und der ultimativen Materia. Weil das ist etwas, was später in Final Fantasy 7 vorkommt. Und ja, ja, Yuffie hat jetzt ihren Hoodie abgelegt und ist jetzt im vollen Ninja-Modus. Wir haben Scarlet getroffen, die hat uns entdeckt, hat gemerkt, dass wir Ninjas aus Wutai sind und uns hier mehr oder weniger so eingesperrt und will uns hier einige Tests durchziehen lassen. Und ja, gucken wir mal, was hier noch so passiert. Irgendwas noch wollte ich noch sagen, aber ich habe schon wieder vergessen. Wäre mir schon einfallen. So, machen wir weiter. Ah, nee, ich habe gesehen. Ich habe ja in den Trophäen schon so ein bisschen nachgeguckt, ne? Fun Fact, bis auf eine Trophäe, welche, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war das Spiel auf schwer abschließen, ne? Also hat DLC auf schwer abschließen. Was ich ja noch nicht kann, ne? Weil erst das Spiel durchlauf. Und alle anderen Trophäen, das waren, glaube ich, nur so 6 oder 7 Trophäen. Alle anderen Trophäen waren alle versteckte Trophäen. Das heißt, man konnte gar nicht herausfinden, was das ist, ne? Ich meine, es gibt einen Knopf, wo man muss, glaube ich, nur 4 drücken bei versteckten Trophäen, dann kann man einfach mal so nachgucken, dann kriegt man so einen Tipp oder so, oder ich glaube, dann kriegt man einfach die Beschreibung für der Trophäe. Weil das mache ich nie. Und ja, eine und die einzige Trophäe, die halt sichtbar war, war die hier: schließe alle Kapitel auf schwer ab. Und da stand auch: schließe alle 2 Kapitel auf Level schwer ab, ne, auf schwer. Was bedeutet, wir müssten eigentlich schon zur Hälfte durch sein, ne? Weil wir haben Kapitel 1 abgeschlossen letztens. Das heißt, jetzt ist nur noch dieses Kapitel übrig, ne? Also so lange wird das gar nicht mehr dauern hier, ne? Wie ich mir halt gedacht habe. Also so wie ich mir halt gedacht habe, meine ich. Wo es ja halt nicht so lange ist, ja. Stufe 1 des Hauptsystems aktiviert. Oh ja, wisst ihr Bescheid, ne? Weil ich dann nicht, was noch hier so nebenquestmäßig kommt und so. Okay. Ja, was mache ich hier gerade? Wir sind überall Materia um uns herum, ne? Muss das finde die Materia. War aber nicht die Materia, oder? Ninja Kanonenkugel. Was ist das? Das habe ich noch nie gehört. Das ist ein Kommando, aber eine Fertigkeitsmaterie, die im Synchronisationsmodus mit der 1+3 eingesetzt werden kann. Wird ein Gegner getroffen, hätte Sonon einen ATB-Boost. Das klingt jetzt nicht so, als sie cool aussah, aber schmeißt mich mehr oder weniger auf die Gegner, aber ich sehe jetzt nicht, wie das irgendwie so doll ist. So, jetzt habe ich hier die Materia geholt und nun kann ich jetzt den Aufzug benutzen. Wollt ihr noch was? Oh, hier sind noch mehr Sachen, sehe ich gerade. Gib. Effizienz blocken. Na, haben wir schon. Bezweifle, die Materie ist einfach hier so rumliegen, ne? Also Scarlet lässt uns jetzt hier einfach so rumlaufen und ein paar Materias abstauen. Das finde ich ein bisschen fahrlässig von ihr, ne? Aber sie will uns ja irgendwie so Tests so durchziehen, ne? Durchziehen lassen. So, was ist das? Wilder Trickser. Was ist das?
Wo bist du hier? Füllt die ATB-Leiste leicht auf, wenn du einen Kampf mehrere Kommandos ausgeführt werden. Okay. Ging ATB-Boost nach 3 verschiedenen Kommandos. Ich meine, ja, klingt nicht schlecht, aber pff. Weiß nicht. Nicht so besonders gerade. So, jetzt habe ich das ja alles eingesammelt, ne? Sieht so aus, als würde der Aufzug jetzt hier sich bewegen. Also sollte ich jetzt hier eigentlich nur die Dinge einsammeln und dann war's. Kann ich jetzt den Teleporter, kann ich jetzt den Fahrstuhl benutzen? Sie haben keine Zugangsberechtigung zu den Ebenen. Na toll, dann müssen wir wohl einen anderen Ausgang finden. Oh Gott. Ich höre irgendwann, hier ist doch irgendwas am Umlaufen, Mann. Meine Güte. Wo kann man hin? Lass mal sehen. Kann man da hochklettern? In dem Rohr. War mal halt so wie ein Mulan. Tut mir irgendwie, war ja nicht so. Hat sie nicht auch einen Schal oder so an? Nee, die hat sie ja so ein Schleifchen hatte sie da. Jetzt hätten wir halt so um den um die Säule da packen können und dann wären wir so hochgeklettert wie ein Mulan. So, geht's ja wieder raus irgendwo. Von hier sind wir gekommen. Sag mir, jetzt spiel ich eigentlich, wo ich hin muss. Zielbereich. Okay. Da. Ich glaube, ganz zurück kann ich sowieso nicht. Mich auf dieser Bank heilen oder so, ne? Ha. Na, gucken wir mal. Mein Gott. Naja, lass mich echt hier suchen. Sieht doch so aus, als könnte man da rumlaufen. Ja, auf der Karte sehe ich irgendwas. Hier. Ob wir hier irgendwie rüberklettern können? Mama war. Oh Gott, das ist. Also hier riecht's ja mal gar nicht nach Materia. Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. So, also ich wäre jetzt 2 Wege. Das ist eine Truhe. Funk. Schleife. Das ist meistens immer eines der stärksten Ausrüstungsgegenstände. Die einen vor allen Zustandsveränderungen ja beschützt. Zeig mal. Verhindert Zustandsveränderungen. Erhöht die Resistenz gegen Unterbrechung beim Einsatz von Magie. Weißt du was? Geben wir dir das. Ne? Jetzt müssen wir uns um keine Zustandsveränderungen mehr hier Gedanken machen. Cool, das heißt keine Vergiftung, kein Stunnen oder so, kein Einschlafen, gar nichts mehr. Habe so das Gefühl, das wird sehr, sehr gut. Muss ja noch wieder mal treten, ne? So. Jetzt hatte ich irgendwie gedacht, es gibt irgendwie so versteckte Sachen, ne, die man irgendwie mit Schurken abwerfen kann, so wie die Embleme aus Resident Evil, ne? Du schaust hier halt irgendwo um und dann irgendwo in so eine Ecke ist was, wo du anvisieren kannst und dann kannst du einen Schuriken drauf werfen. Also so Collectibles halt, ne? Ich hab irgendwie gedacht, so was wird's hier geben. Uff. Aber anscheinend nicht. Warte mal, da konnte ich auch runter. Oh. Warte mal da. Genau, von hier bin ich doch. Da komme ich da einfach wieder runter. Auf der Seite. Ich glaube ja. Na, ist egal von wo war. Ja. Okay, ich dachte, da wär nur dieser eine Weg. Oh. Okay. Na gut, muss ja mal gucken, ne?
So, da ist eine Sackgasse, habe ich gerade gesehen. Ich weiß nicht, war halt ein Gegner. Ich nehme an, der wird irgendwie wissen, ne? Dass wir Gegner sind, ne? Dass wir eingebrochen sind oder so, ne? Der halt dreimal so viele FP. Was? Aber ich habe nur ein, boah, das ist ja nur ein Slot. Das ist Alarm. Ne, ne, ne. So. Oh, mein Gesicht. Einige Shinra-Soldaten. War das ja noch einer? Warte, mach mal ihr. Ich will herausfinden, wie die Steuerung geht, ne? Oh Mann, was doch. Meine Güte. Eigentlich normal angreifen wir. Ja. Ich glaube, ich werde ein wenig zu stark. Was sagst du? Ganz wie du meinst, Chefin. Ja. Er ist ein bisschen unterwürfig, ne? So, ja, meine Herren. Yes, Queen. Okay, so, ja, provozieren. Irgendwie sehe ich davon nicht viel. Provozieren. Soll ich ihn mal anderes geben? Oder nicht, was soll ich ihn geben? Erstschlag, Auto Vita. Essenz blocken. Puh. Keine Ahnung. Gebet. Muss ich sie damit ausrüsten, damit ich dann einsetzen kann? Hier haben wir ja mal Gebet. So, du hast noch alles, ne? Oh Mann, irgendwie wird der TP-Boost. Weil das, wenn ich das eigentlich hier reinpacke, bekommt das dann doppelt so viel? Wenn ich die beiden Sachen hier reinpacke? Lass mal eine High-End-Amplifikation. Erstschlag. Stehen. Ja, ich habe schon wieder vergessen zu analysieren. Langsam fange ich an zu glauben, die Gegner haben aber nichts zum Klauen. Was es irgendwie wert ist. Also ja. Aber mal so. Mal schauen, ne? Ja, weil wir kriegen ja noch ein paar Shinra-Soldaten irgendwann zur Auswahl. Ich weiß auch nicht, wie das hier abläuft, wenn ich das hier durchgespielt habe. Naja, ob ich dann noch mal zurückgehen kann. Ob dann neue Quest oder so auftauchen oder so. Keine Ahnung. Na, gucken wir mal. So. Ja, ich höre die ganze Zeit diese Geräusche. Mich ablenken. Nicht. Okay. So, das ist ein etwas dickerer. Okay, ich nehme an, Gewitter, ne? Wirkungslos. Weiß ja wirkungslos, ich. So, jetzt einmal analysieren. Ups, mal ab. Alter, der macht einfach rückwärts. So, kann man noch mal analysieren, bitte. So,
Kosmos frei, greift er mit einem mächtigen Impulslaser an. Stehbar Magiekern, das ist aber als Gegenstand, ne? Immun. Magie. Oh. Aua. Mach mal Gebet. Da, ich brauche zwei Dinger dafür. Ist klar. What? Oh, der ist jetzt ein anderer, der. Dafür den Schutz der Abteilung, bla 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 bla. Next Supertrank, alles klar. Ja, auf uns beide bitte. Okay. Oh, Level Up habe ich ausgezeichnet. Ah, dann sag mal, dachte ja, bitte. Kann ich sicher einige Sachen jetzt hier wieder lernen, ne? Okay, was brauche ich denn hier so? Nicht physische Attacke und so was, ne? Schaden mit normalen Angriffen zuhört sich der Materia-Slot, genau. Ja, bitte. So. Weiß ja, dann brauche ich gerade nicht hochleveln, aber machen wir, ne? Na sein, ja. Hat da irgendwie was Neues irgendwie freigeschaltet wird, ne? Zusätzlicher Materia-Slot, na, was soll's. Na, mal den. Mal den hier. Noch ein neuer zusätzlicher Materia-Slot. Na, noch schwer doch verbunden. Ah, ne, also zwei. Mein nächster ist dann wieder. Jawohl. Cool. Dann gib mal. Mal das hier hin und das hier. Was nehmen wir noch hier rein? Soll ich Ninja Kanonenkugel, aber krieg keine Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich brauche Magie Boost oder MP Boost. Magie oder? Ja, Magie Boost. Okay. Yay. Magie Makonit, MP Makonit, wie auch immer. Vielleicht sollte ich ihnen eigentlich auch mal Vita geben, ne? Der ein bisschen heilen könnte, aber geht ja jetzt schlecht. Von hier bin ich gekommen. Was ist das denn? Ich dachte, das wären so TNT-Boxen. Wie ein Crash Bandicoot. So, was? Aufzug, Tür. Okay. Geht auch. Oh. Hat er gerade so die Hand ausgestreckt, so hör mal, nicht so schnell. Also ich bin nur eingewählt. Dämonenstab. Boah. Zieht Aufmerksamkeit eines schwachen Gegners auf sich, bis du für diesen eine bestimmte Schadensmenge zufügt. Okay. Für den Arzt 4. Lass ich erstmal Dinge hochleveln. Ich frage mich, ob ich irgendwann Gokus Stab hier finde. Im Final Fantasy 12 gab es so einen Stab, der so hieß. Hieß wortwörtlich Gokus Stab. Auto Allheilmittel. Bei Nähe eines Gruppenmitglieds ein Allheilmittel ein. Boah. Was ist denn das? Magischer Angriff. Weil das hier als Verteidigung oder nehmen wir hier alles, ne? Physische Attacke, magische Attacke. Okay.
Verzauberung? Verzauberung. So. Ja, muss dann jetzt hier seinen neuen Angriff einsetzen. Das ist schon wieder ja. Nur höher, glaube ich. Weiß ich nicht. Okay. Ja, schauen wir uns wieder ein bisschen um, bevor ich das Ding da drücke. Da ist ein Aufzug. Könnte ich jetzt theoretisch darunter gehen wieder? Systemausfall. Bitte aktivieren Sie die zentrale Kontrollvorrichtung. Der? Jetzt kann ich wahrscheinlich die ganze Zeit hoch und runter fahren damit, ne? So, da sind da unten jetzt ein paar Dinger aufgegangen. Was haben wir hier? Eine Schatzkammer voll Materie? Okay, ein bisschen jetzt da unten. So, sind da ein paar mehr Sachen aufgegangen? Ich guck mal gerade. Sah jetzt nicht so aus, als ob da mehr aufgegangen ist. So eine Materie. Nee, ich sehe immer nur drei. Okay. Ja, aber Materia. Was hatten wir gerade? Wie ist hier gerade? So angehalten, so. Mach's doch mal. Ja, genau so. Meine ich. Ich dachte, dass wir so Genshin, wenn einige Charaktere anhalten, so plötzlich. Die ganzen kleineren Charaktere, die verlieren immer die Balance. Identifikation erfolgreich. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. Bitte zum Eingang vortreten. Okay. Was soll das denn? Ich will nicht trainieren. Ich will Materia finden. Gab's ja nicht auch im Original? Ich meine im Remake. Sei vorsichtig, Chefin. Im Hauptspiel, mein Gott. Willst du Shinras Kistenkrieg spielen? Oh, da kriege ich aber was. ATB Schock, ATB Kooperation, ATB Boost. Muss ich da wieder Kisten kaputt hauen? Mein Shuriken? Oh, aber davon gab es auch so was im Hauptspiel, ne? Mit den Kisten in Slums. Okay. Boah. Okay, aber so gut. Nun. Oh mein Gott. Ja, soll ich vielleicht auch mal machen. Oh, ich habe mich noch annähernd. Na, da komme ich gar nicht ran. Nein, nicht du. Nein. Ich mache ja einen Angriff, den ich noch nie gesehen habe. Kann ich den Wirbelsturm einsetzen? Genau den hier. Ja, das war ja wohl nix. Na, versuchen wir nochmal. Wenn es geht. ATB Kooperation. Ich glaube aber, die Sachen klingen nicht so spektakulär, ne? Geringe, so, ich weiß nicht, ich hänge da die Trainingsbereich für eine Person gewährt. Bitte zum Eingang vortreten. ATB Boost, ATB Schock. ATB Boost klingt nicht schlecht, ne?
Machen wir mal so. Da ging ja viel schneller gerade. Oh, da ging ja viel schneller. Nein, ich mache die ganze Zeit einen Fehler. Also 10.000 kriege ich auf jeden Fall. Nee, aber wird glaube ich nichts. Ah, so knapp. Na komm. Nein. Ah. Ah, komm. Okay, eine Sekunde. Wenn ATB Boost ist, was ich denke, was es ist, dann gib mal das. Wo ist es? Wo ist es? Oh, was? Kann ich in kurzer Folge ausgeführt werden? Okay. Machen wir das mal. Also die, was ich aktiv habe. Komm, da kriegen wir. Weiß nicht, ob ich die brauche, aber vielleicht sind die mit der Trophäe oder so verbunden, ne? Darauf steht er dann hier. Ja. Da geht die Zeit dann auch weiter. Irgendwie. Da. Oh, ich habe sie gar nicht erreicht. Ich glaube, da kann ich ihn nicht einsetzen. Oh mein Gott. Bin kaputt. Warum geht denn jetzt nicht kaputt? Oh, das war gut. Oh, ich glaube, das wird aber nichts. Ah, komm. Genau, ich brauche nicht. Ach, komm, diesmal schon mal. Ich brauche die Dicke, ich brauche die. Ausgezeichnet. Oh. Ah, Mindestpunktzahl, was? Ich brauche 20.000? Nein. Du sagst. Gut, wenn ich das nicht so viel Fehler mache, wird das auch klappen. So, boah, ich wusste jetzt irgendwas.
Haben wir so gedacht, irgendwie da sind irgendwie noch Punkte, die mir fehlen. Eingekauft. Verstehe nicht mehr, warum der manchmal kaputt geht, manchmal nicht. Nein, noch nicht den da. Also einfach mal. Dann mache ich auch noch die ganze Zeit Fehler, ne? Ist klar, das nicht geht. Ich dachte, ey. Gibt's doch nicht, Mann. Warum kann ich nicht ATB Boost einsetzen? Okay, weil nicht Magie Boost. Habe ich ausgerüstet, ne? Ja. Wenn auf der laden sich die anderen Charaktere in den Gruppen leicht auf. Ich weiß nicht, ob ich hier drei einsetze. Habe ich eine andere Waffe? Mehr Schaden? Ja, ne. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, ne? Aber guck mal, ne? Versuchen wir mal. Versuchen wir noch einmal. Ja, nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Ich dachte, ich bräuchte noch 15.000 Mann. Na. So. Also ich würde ja einen Schurken direkt werfen kann und ob ich die ganze Zeit auf Dings wechsle. Schaffen wir. Ah, nicht gut. Ich hatte nur 30 Sekunden, ey. Kaputt. Naja, das wird glaube ich nichts. Ah.
Ich muss einfach weitermachen, ey. Ja, sind doch voll viele Punkte, ey. Nochmal. Meine Güte. Ich muss ein bisschen weitermachen, glaube ich. Hm. Oh mein Gott. Ich krieg sogar schon ein paar ATB am Anfang. Ich dachte, wir sagen, die Kisten hier angreifen, Mädchen. Ich glaube, ich sollte ja gar nicht sitzen bleiben bei denen. Ah! Auch noch was, ja, ist sogar mein Gott. Ich mache einfach den hier, treffe ich die auf der anderen Seite, wenn ich die kaputt kriegen würde, ne? Ja. Das mache ich euch alle platt. Ach, guck mal, wie viel Zeit wir noch haben, ey. Ah, haben wir es. Ja, habe ich noch so viel Zeit jetzt. Ich tue einen neuen Highscore hier aufstellen. Habe ich noch so viel jetzt? Bin ich jetzt schon alle erledigt? Nein, 100 Punkte fehlen mir noch. Oh, 26, jetzt habe ich mal fast 6000 mehr. Na klar. Solartraining freigeschaltet. Was? Zugang zum Trainingsbereich für eine Person. Was ist das? Na, hier gibt's noch mehr Sachen. Boah, Erfahrungspunkte, wo ist? Ja, bitte. Oh man, ist da wieder so was? Ja. Oh man. Wer ist ja nicht an, Mann? Da muss ich lang. Ja, muss ich aber ja umschauen, ne? In den Zeitdingern. Das ist meine ganze Zeit lang, ja. Ja.
Mein Gott. Da. Irgendwann noch so ein Zeitding. Ja. Soll ich da beim ersten Mal? Wäre natürlich super. Aber ich glaube es nicht. Nein, nein, ist so ein Ding. Schon mehr Zeit. Nein, geht da rauf. Ja. War noch viel mehr Zeit. Da ist noch viel mehr Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte ich brauchte. Nein. Nein, geh da drauf. Irgendwo war noch mehr Zeit anscheinend. Dann habe ich auch noch Zeit gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wir müssen jetzt alle kaputt gehen, Kollegen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich noch mal brauche. Oh mein Gott, das Spiel ist voll am Längen. Mit der ganzen Action. Da war doch genug, oder? Kriege ich nur die erste Belohnung. So. Und nein, wie viel brauchte ich? 50.000. What? Oh mein Gott, hier werde ich den ganzen Part noch dran setzen. Allgemein nicht so viel Zeit sehe ich gerade. So, und ich war schon wieder nicht, wo ich hin muss. Ich auch wissen, welche Angriff hier mehr Schaden macht als der andere, ne? Aber ich dachte, da wäre vielleicht noch irgendwas auf der anderen Seite. Den hier. Geht kaputt, geht kaputt, geht kaputt. Ey, sag mal, so viel Zeit noch übrig, ne? Ah, ich dachte, da wäre so ein Zeitding auf einer Seite. Ist hier noch was? Nee, doch. Ich dachte, was ich brauche. Hey, wie soll ich denn 50.000 da kriegen? So, was habe ich überhaupt gerade bekommen alles? ATB Schock. Ich habe Gelbus bekommen, aber was soll ich denn damit? Amplifikation. Ah, versuchen wir nochmal. Ich bin nicht mal annähernd so nah rangekommen. Ich hoffe, ich kann da irgendwann nochmal jetzt zurück oder so. Wenn ich mehr Angriffskraft habe oder so. Ich weiß nicht, ob das da einen Einfluss hat oder so. Mein Gott, wo willst du denn hin?
da. Nein, auch nicht auf das. Ich brauche zwei Kombos, um die kaputt zu hauen, alles klar. Das ist aber nicht genug Zeit. Einfach weiter erstmal. Wenn noch mit übrig bleibt. Letztens war ja auch mehr als genug Zeit noch übrig, ne? Na, jetzt komme ich hier nicht durch. Na, ich muss erstmal hier runter. Nein, noch nicht dahin. Einfach keine Zeit für all das. Ja, haben wir 20 Sekunden gegeben. Ich gehe einfach weiter. Und wo komme ich denn hier? Die Zielvision, die ist ein bisschen komisch, ey. Da, warum ist das jetzt so, auf einmal so schnell kaputt gegangen? Macht der alles kaputt aus der Ding. So, hier ist das Ende. Soll ich damit? Ne, komme ich nur ein mit. Wie soll ich denn 50.000 Punkte kriegen, ey? Bin ich eigentlich irre? Krieg ich neben hin. Muss ich ja alles erledigen, ey. Nee. Na gut. Mal weiter. Ich hoffe ja, ich kann ja irgendwie noch mal jetzt zurückgehen oder so. Ah, den Erfahrungsbus hätte ich aber gerne. Was bringt mir einen Erfahrungsbus, wenn ich dann... Wenn ich am Ende des Spiels bin, ey. Hm, ich hoffe, ich kann ja wieder zurück. So, vielleicht kriege ich ja noch irgendeinen geilen Angriff, der mir halt sehr viel einfacher macht, ne? Gerade ein Der Belohnung konnte ich eigentlich jetzt nicht so viel anfangen, die ich freigeschaltet hatte. Nein. Was kommt hier? Wir haben uns total verlaufen. Chefin, ganz ruhig. Da fällt mir ein. Hast du da Jawbone? Ja, hab ich. Du kannst ja. Was denkst du denn? Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich auch. Schmeckt besser, wenn man nicht alleine ist. Ja, das finde ich auch. Dann sind ihre Zähne ausgefallen. Sie haben sich über den ganzen Boden verteilt. Die Suche geht weiter.
Ich nehme an, diese Kapitelnamen werden alle hier von Yuffie benannt, ne? Die Suche geht weiter. Ja, warte mal, die andere Seite da. Da sind ja zwei Wege, sehe ich gerade. Die alle zum Ziel führen. Okay. Naja, was geht, na? Falsch Angriff. Halt. Hey. So, mach mal Analyse. Aber Elite-Grenadier und Gardisten. Ich weiß gar nicht, warum ich hier eigentlich alle analysiere. Seid doch nicht falsch lange für einen, ey. So, ist auch gelevelt. Hast du genug Punkte für irgendwas? Ne, glaub nicht. Ich brauche ein bisschen mehr als das. Das sind ganz schön große Knarren. Die Musik hört auf. Oh Mann, was ist hier los? Soll ich vielleicht mal ein paar MP verballern, damit ich ja keine verschwende? Ja, sie halt irgendwie mehr. Wow. Ich dachte, die wird da drin sitzen. Sonan, guck mal, dort vorne. Lass mal einen Schurken aufwerfen. Diese Anlage ist viel größer als die unten. Das heißt, das ist die ultimative Materie. Oh, ich habe so eine Ahnung, ich weiß, was das ist. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, was das ist. Da sind entweder etwas drin, was wir noch nicht, ich glaube, ich gesehen haben im Remake, oder drin könnte Genova sein. Also dieses riesige Monsterviech, was wir hier so gegen Ende vom Remake bekämpft haben, in das sich Sephiroth verwandelt hat. Also der originale Körper davon. Boah, ich liebe dieses Shinra-Thema. Na, ich nehme an, hier kann man nicht, ne? Ja, ja. Also Skal lässt uns hier jetzt einfach die ganze Zeit die Sachen aktivieren. Ne, warte mal, was ist denn hier? Kann ich ja noch mal zurück. Weil irgendwie führt der eine Weg. Ich dachte, die beiden Wege führen dahin, aber anscheinend nicht. Lass mich doch mal einen anderen Weg kurz gehen, bevor wir abchecken, was das. Ah! Mein Gott, warum sind die jetzt so schnell tot? Nicht
Ja, gehen wir nochmal rüber. Zur anderen Seite. Ich hätte vielleicht auch den Aufzug nehmen können, aber was soll's. So. Jetzt will ich nämlich. Kann ich überhaupt darüber? Ja, warte, ich kann da gar nicht rüber. Verdammt. Nein. Ich dachte, boah. Wie komme ich denn dann darüber? Auf der anderen Seite. Ne, von hier unten, ne? Ja, warte. So, wollte schon sagen. Dann kläre ich einfach die andere Seite nochmal hoch. Und guck mal, was da ist. So. Man darf ja nichts nicht entdeckt lassen. Durch irgendwie offscreen hier. So. Diesen Ding dahin rennen nochmal. Diesen Bagdad-Tank oder was auch immer da ist. Jetzt sagt man nicht, hier ist überhaupt gar nichts. Doch. Sag mal zur Materia. Was meinst du, was Lajo vorhin gemeint hat? Als sie sagte, unsere Zusammenarbeit wäre eine Art Brücke in die Zukunft. Du weißt ja, wie es zwischen Urteil und Avalanche ist. Unsere Ziele widersprechen sich eigentlich. Eines Tages fallen wir vermutlich aufeinander. Und dann kann das persönlich. Zeit. Bist du? Ein Beobachter. Ich verstehe Ihre Forderungen. Was war wieder hier? Bergschaft, die Verteilung von Wohlstand. Wir sehen die Welt mit anderen Augen. Ich höre dich, aber wo bist du? Und was sehen denn deine Augen? Explosionen, die Häuser zerstören. Ja, Explosion. Dann nehmen wir von hier aus den Aufzug nach oben, ne? Hab ich an, ne? Nach unten, ne? Wir müssen nach unten, oder? Ne, nach oben. Stand ich gerade auf der Karte nach oben? Aber ich kann trotzdem mal hier nachgucken. Ist hier irgendwas? Ne, doch. So war richtig. Nehme ich die ganze Zeit nach oben? Ja gut, Zeit. Ich nehme an, hast ne Gemach. So, das bringt irgendwie nicht so, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie ich das einsetze. Also lass mal, ne. Gehen wir dir. Was habe ich denn stehlen? Hatte ich vorher. Hast anwendbar. Tut das den ATB Balken? Ich weiß nicht genau, was das macht, ehrlich gesagt. Du hast den ATB-Balken irgendwie. Schneller aufladen oder so. Ich weiß es nicht. So. Ach, ich habe ihn noch gar nicht die Waffe ausgegeben, sehe ich gerade. Ausgerüstet, ausgegeben. Mein Gott, schon wieder voll. So, Mann. Ihm fehlt schon wieder ein Ding. Was fehlt denn da weg? Ah ja, okay. Ausweichrundumschlag, nehmen wir das. Gut, und hier gehen wir wieder die Schleife, ne? Na, mit den Kisten tun wir ein andermal. Ich hoffe ja, wir können da noch mal irgendwie zurück oder so, keine Ahnung. Erfahrungsbus hätte ich schon gerne, aber geht halt nicht, ne? Vielleicht versuche ich das noch mal auf Screen oder so. Wo ist das noch mal hier, ne? Noch mal, wenn ich jetzt so weitergehen, ich bin ja auch grad lang gelaufen, oder? Vielleicht versuche ich das noch mal auf Screen, ne? Dann schalte ich irgendwie so rein, so wenn ich das geschafft habe, ne? Aber ich würde das schon gerne. Ich dachte, die Gegner werden schon wieder hier. Also wo war denn das jetzt noch mal? Ne? Ich werde es definitiv noch mal versuchen auf Screen, ne? Wenn ich nur im Weg dahin finden würde. Wusste, wo das ist, ne? Ich bin da definitiv gerade vorbeigelaufen. Na gut, dann holen wir uns eben kein
Erfahrungsboost, meine Güte. Was? Na, falsche Angriff. Sogar. Kann ja ein bisschen grinden. Ich werde ja die ganze Zeit grinden. Ich wüsste, wann die ja respawnen. Na gut, dann lassen wir mit dem Ding. Beim nächsten Mal schauen wir uns einmal das hier mit aufs Chat, ne? Mit das Ding da ist, ne? Okay. Gut, dann sage ich, für diese Folge war es das. In der nächsten Folge geht es weiter. Wir schauen uns hier weiter nach der ultimativen Materie um, ne? Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Licht sieht hier gerade so komisch aus. Gut. Hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Ciao, ciao.